So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben es gesehen beim Einkaufen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo. Im Kaufland. Ich kann euch doch sagen, wo. Im Kaufland gab es diese besondere Pizza. Das ist aber keine besondere Sorte, sondern irgendwie hat mich das angestrahlt. Das ist ja auch hier, das sieht aus wie Sonnenstrahlen, die auf euch zukommen. Ist eine Italpizza. Italy's number one brand of pizza. La numero uno. Und weil ich ja gerne Salami-Pizza esse, mit Margherita nicht so viel anfangen kann, aber die Italiener ja eigentlich immer auf Margherita schwören, habe ich gedacht, musst du die mal mitnehmen. Jetzt war die im Angebot, wir hatten keinen Platz, ich habe sie nicht mitgenommen, beim nächsten Mal habe ich gesucht, gab sie nicht mehr, da gab es nur noch die Margherita, dann haben sie doch wieder gehabt. In der Zwischenzeit habe ich gesehen, dass viele Leute die schon getestet haben. Bei mir lag die jetzt hier gefühlt schon wieder 2 Monate im Kühlregal, deswegen versuche ich das Video jetzt aktuell als eins der nächsten noch mit rauszubringen, dass die nicht so alt ist. Ist also eigentlich eine ganz gewöhnliche Salami-Pizza. Pizza mit Salami, vorgebacken, tiefgekühlt. Kann man da was erwarten? Die muss ja richtig toll sein, weil es eine echt italienische Salami-Pizza ist. Ob die das hält, was sie verspricht, sehen wir dann. Ja, auf jeden Fall eine besondere Folie, die lauter Punkte hat. Und wenn ich die Folie abmache, überall hier das ganze Eis rumfliegt. So, Eis ist fort. Da war der Schneesturm, der muss auch fort. Jo, und jetzt sehe ich, dass sie halt einen richtig fetten, unförmigen, gobeligen Gammelteig hat. Keine Ahnung. Und da innen drin halt jetzt ein paar Salamischeiben rumfliegen. Also so toll sieht die nicht aus. Aber wenn das so eine richtige Steinofen, Holzofen, Kackofen, Pizza ist, die da reinschieben, rausholen direkt nach einer Minute, dann fertig ist, muss sie vielleicht so aussehen. Wir machen die jetzt mal warm. Wir haben auch wieder unser gutes Habanero Tabasco am Start. Die Mark Gebauersoße, die eine ist nämlich jetzt mittlerweile leer. Und deswegen werden wir uns wieder Tabasco drauf klatschen und mal schauen, wie die schmeckt. Die meisten Leute bisher waren begeistert, die probiert haben und haben gesagt, das ist echt die beste Tiefkühlpizza, die es gibt. So, der Humpen ist auf jeden Fall fertig. Es ist auch schon richtig schön dunkel geworden draußen, passend zu dieser Pizza. Wir müssen mal den komischen Karton hier reinhalten, wenn ich den hier oben zampf halt. Pupsi hat gerade gesagt, das sieht richtig gut aus, richtig stark. Also das ist der Karton. Das ist die Pizza und es ist halt einfach nur Salami. Es hat halt wirklich viel Rand. Guck mal, der Rand ist so hoch, der war bei allen anderen mit Käse gefüllt. Dann ist der so breit, ich kann so viel, ich weiß nicht, das sieht auf der Kamera schon wieder so wenig aus, aber der ist in Wirklichkeit so fett und breit und hoch, aber schön fluffig. Hier sind 3 Salami-Dinger drauf, wir probieren einfach mal so eine Salamischeibe alleine. Die trieft vor Fett. Schmeckt gerade original wie bei dieser Wario und Waluigi Pizza. Da gab es ja auch, also von Mario und Luigi gab es Käse. Und von Wario und Waluigi gab es so eine Triple Salami irgendwas. Irgendwie schmeckt das genauso wie die Salami, die da drauf rumgeflogen ist. Wir beißen mal vorne rein. Und der Rest hat eine ganz leicht zarte Note, also das ist wirklich gut, muss ich sagen. Ich glaube wirklich, das ist das, was echt italienisch da rauskommt, dass du halt nicht so viel Belag hast, dass die Zutaten sehr frisch und ausgewogen sind, dass sie so dezent geteilt sind und dann einfach irgendwie, naja, ein kleines Geschmackserlebnis bieten, dich aber nicht überfordern. Wir probieren mal den Rand hinten. Guck mal ran. Der Rand ist einigermaßen mehlig. Aber irgendwie kross und weich zugleich. Das ist wie ein frisches Brötchen, wo du innen drin das Weiße einfach rausziehst. Hat an sich auch noch einen guten Geschmack, ist mir halt trotzdem irgendwie zu viel Rand. Trotzdem werde ich den Rand mit essen.
Jetzt müssen wir es nochmal zusammen probieren. Rand, Inneres, Salami, alles in einem. Also es schmeckt auf jeden Fall interessant, es schmeckt auf jeden Fall gut. Ich würde es auch nochmal essen. Hier steht ja auch so richtig provokant drauf. Ciao, ciao, Pizzeria. Also die sagen schon, ihr braucht nicht mehr in eine Pizzeria essen gehen. Ihr habt die erste Tiefkühlpizza für zu Hause, die original italienisch schmeckt. Mir, ja, schmeckt es zwar, aber ich würde nicht sagen, dass es die beste Tiefkühlpizza ist, die es gibt. Mir gefällt zum Beispiel immer noch von Capital Bra die Bra-Pizza, obwohl ich kein Capital Bra-Fan bin. Finde ich die Pizza halt irgendwie besser. Das ist vielleicht dann auch eher dieser amerikanische Stil mit eher dickerem Boden, mehr Belag, außergewöhnlichen Sorten und vor allem schmeckt die nicht süßlich. Hier habe ich das, was ich schon bei der Vario und so hatte, dass irgendwie so süße Perlen drauf waren. Hier steht nichts davon da. Die hat auch irgendeinen süßlichen Geschmack, kann ich nicht nachvollziehen. Und da ist mir für den Preis vielleicht dann zu wenig drauf und zu viel Rand. Bei der Rindersalami von Capital Bra, da ist jeder Bissen ein Genuss. Die müssten ungefähr auch gleich sein vielleicht vom Preis her. Und ja, es stopft halt auch mehr. Es stopft mehr, ist mehr Inhalt, ist mehr drin. Und die Salami ist auch viel wuchtiger. Hier, die war sehr fettig am Anfang. Jetzt, wenn du das zusammen mit dem Rand isst, so zusammengerollt, ist das nicht mehr so ganz fettig, weil der Rand ja jetzt auch das ganze Fett aufsaugt. Wir wollen es jetzt aber nochmal probieren. Wir werden das zusammen mit unserem Habanero Tabasco probieren. Hier auf so eine Salamischeibe vorne drauf. Also ich kann es euch empfehlen erstmal. Ihr könnt das ruhig gerne mal probieren. Aber ich würde nicht sagen, dass das die beste Tiefkühlpizza ist. Da habe ich trotzdem schon andere Sorten gehabt, die mich überzeugt haben. Und da liegt auch noch eine kleine Salami, die ist irgendwo runtergefallen. Dadurch, dass Tabasco ist, ist jetzt halt natürlich schärfer, würziger, aber auch irgendwie sehr essigartig. Ich glaube, das brauchst du nicht ungefähr dazu. Und dir reicht schon die fettige Salami für den vollen Geschmack. Also kauft's euch, probiert's ruhig, schreibt mir rein, wie es euch geschmeckt hat. Aber ich kaufe mir lieber eine andere, denke ich mal. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Das einzig Gute ist, dass der fette Boden mit den vielen Rillen schön das Tabasco aufsaugen kann.